Und let's go. Nice. Du, Poncard gewinnt 2-1. Was sagst du? Ja, ich sehe Kaff vor meinem geistigen Auge, die sehe alles auseinandernehmen. Ja? Ich weiß nicht, ich denke, dass Su Kaff spielen wird und Poncard eher normale Einheiten. Weil Poncard eben Krokus und Sifus gebannt hat und Su Kamele und Fortis. So würde ich schätzen. Mal schauen. Guck's dir an. Ja, ja. Na, wie ich gesagt habe. Zu spielt unglaublich viel Kaff. Also jeder so viel Kaff wie geht. Minimale Anti-Kaff. Ich sehe nur zweimal Pikeniere. Und ansonsten eigentlich nur Kaff. Ein paar Shield-Mains. Und Bondguard hat... Was keine Kraft, was mich ein bisschen wundert, aber okay. Und dafür einige Mode aus. Viermal. Balconetti zweimal. Ja, Stalwarts, Schiebepiken. Sehr viel Antikraft. Also wir werden gleich dann Kraft gegen Antikraft sehen, sozusagen. Das einzige Problem, das ich für Pondguard sehe, ist, dass ihre Frontline mit Stalwarts nicht viel machen wird. Aber weil die ganze Kraft die in Null brennen wird. Su hat dreimal Javelins draußen gerade. Und sehr viel Kraft, vielleicht sogar Sally out. Frontguard wieder mit fünfmal Pike. Okay. Ich habe schon eine gewisse Vorfreude, wenn die Kaff kollektiv einschlägt. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Und es macht auch, finde ich, immer Spaß zum Zuschauen. Weil Kaff einfach... Kaff macht was eher. Das Tor geht auf, denke ich. Oder? Nee, ich sag nein. Doch, die Leute gehen echt ins Tor. Die Leute gehen ins Tor. Die Leute stehen im Tor. Tor ist offen. Nee, Trap kommt, Trap kommt. Vielleicht wollen sie auch nur den ersten Trap baiten. Frontguard mit Kaff. Schon da. Okay, ich glaube, das war einfach nur ein Manöver, um den Trap zu baiten. Was ziemlich schlau wäre. Aber gut, ich meine, das Gate wieder zugemacht. Das sind oder ziemlich soll? Gute Teams. Das Gate hat noch Cooldown, aber einer lungert am Gate. Der wird es gleich zumachen wollen, denke ich. Okay. Gerade auf der Vorderseite. Weiß gar nicht. Ah, da oben. Ist auf der oben. Ja, Rocky hat zugemacht. Tor ist zu. Das heißt, das Ganze war wirklich nur, um einen Trap zu baiten. Kann man so machen, würde ich sagen. Ein Trap raus. Das hätte ich nicht erwartet, aber... Ja. So, ja, ich glaube, Sally out ist zu riskant. Ja, sie haben alle Zeit der Welt. Beide Türme sind fast down. Ja. Vor allem, wenn man A fallen lassen will. Was ich denke, dass sie wieder machen. Sie werden einfach ihre Javelins reinwerfen. Aber mit Full Cuff werden die nicht A deffen wollen. Was mich wundert, ist, dass sie jetzt auf Javelins gehen, anstatt auf... Falconetti. Aber wahrscheinlich einfach deswegen, weil sie einfach mehr Platz für Rekraft wollen. Das Tor ist offen. Der mittlere Turm ist auch schon wieder fast down, der gerade eben erst angefangen hat, sich zu bewegen. Der zweite Trap fliegt. Dann mit der letzten Kugel dann noch die Arti weggemacht. Alle anderen gingen daneben.
Da hatten sie Glück. Okay, die hat gerade von der linken Seite einer komplett bis zum Haus neben dem A-Point geschossen und da Artillerie weggenommen. Nicht schlecht. Die nächste Treppe jetzt. Und auf jeden Fall die Kanone, die hier auf der linken Seite steht und mit der man einmal komplett über die Mauer und auf die rechte Treppe schießen kann, wird benutzt. Das bloß nicht mit Erfolg. Aber auf jeden Fall stehen die Javelins da so, dass sie abgeschossen werden könnten. Und ich glaube, der erste Tod dieses Match. Kann das sein? Oder sind schon welche gestorben? Sind schon eben welche gestorben. Ach so. Eben ist ein Kurzschwert gestorben. Ich hab gar nicht aufgepasst. Der nächste Turm ist down. Also die Türme gehen ziemlich schnell down. Mittlere Turm bei bisschen über Hälfte AP. Javelins werfen drauf. Pontka noch 10 Traps übrig. Die setzen ihre Traps ziemlich früh ein schon. Und sind vorm Tor. Pontka geht aggressiv ins Tor rein. Mit einigen Leuten, mit vielen Piken. Klettern rechts hoch. Auf der rechten Seite klettern jetzt einige Helden. Und die ersten Einheiten klettern noch hoch. Ich denke, das sind Hellebarden, was ich sehe, die hochgehen. Das heißt, jetzt wollen sie die Türme dranbringen. Nachdem der nächste Turm ist down ist, soll die rechte auf jeden Fall drankommen. Und in der Mitte klettern auch Fury Pikes. Also kaiserliche. Auf der rechten Seite schaut so aus, als würden sie die Gegner da ziemlich wipen. In der Mitte sie eher ausgelöscht. Schreiben sich selbst. So hat's gesehen. Ist aber die absolut richtige Entscheidung, glaube ich, auf die Mauer zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten können die ihre Türme viel zu lange zerstören. Also ansonsten kann Zu die Türme viel zu lange zerstören. Gott, so höre ich das. Ich höre gerade da und Leute kämpfen. Ja, und vom Unit-Setup war klar, dass relativ viel Kaff am Start ist bei der Dev. Das heißt, ja, der Mauer-Push wird auf jeden Fall gewonnen. Aber der war trotzdem teuer. Auf der rechten Seite haben sie einiges an Units verloren. Na? Du hast deutlich weniger Einheiten aktuell. 200 weniger T5-Einheiten und nur 100 mehr T4-Einheiten. Aber dafür sehr viel Kaff. Das heißt, das könnte sogar genug sein. So ist die Frage, wo ist der Moment, wo sie mit ihrer Kaff kollapsen wollen? Am schlauesten ist sie aus allen Richtungen. Wo wird der Ort sein? Ja. Sieht so aus, als würden sie B fallen lassen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie warten ab, okay. Wo der Gegner langläuft. Das kann auch sein, dass sie ihre Kaff einfach Traps sicherstellen und schauen. Ja, und kollapsen. Sie überlegen sich genau, wann sie wo auf die Gegner kollapsen wollen. Ja. Da können vor allem auch keine Mörser hinschießen und sowas. Und ja. Timing ist jetzt wichtig. Für mich als Kaff-Liebhaber ist das ein schöner Anblick. Überall. Überall lungern sie. Ja. Es ist wichtig, relativ zeitgleich rein zu collapsen. Also Timing ist jetzt wichtig mit der Kaff. Ja. Einige Ballisten werden jetzt oben auf der Mauer gestellt. Die schießen jetzt mit ihren Ballisten die Kaff ab. Und eine Culverine ist mit dabei. Immer noch so viel Kaff. Ich sehe, glaube ich, nur Kaff, kann das sein? Mal schon nachschauen.
Bei mir 5x Kaff. Mal 5x Kaff. Und nochmal. Su hat ausschließlich Kaff draußen. Das wird spannend. Also überhaupt zu sehen, ob so eine Taktik wirklich funktioniert oder ob nur Kaff zu viel ist. Wenn das Timing der Kaff stimmt und alle gut kollapsen, kann das auf jeden Fall klappen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil Schiebepiken nur einen Walk haben. Und danach sind sie raus. Das heißt, wenn die Piken ihren Walk haben und dann die Kaff kommt, dann kann es funktionieren. Ich glaube nicht, wenn komplett alle Kaff auf einmal kommt, sondern so einmal und dann alle Walks raus und dann kommt der nächste Charge. Ich denke, weiß nicht, dass es so funktionieren kann. Ich glaube, da weißt du besser, ob das funktioniert als Kaff-Spieler als ich. Also ich behaupte, Pondgard hat diese Taktik selber gefahren in der letzten Season. Ich glaube, die werden eine Fantasie haben, wie sie das abwehren können. Okay. Weil die Taktik selber gefahren haben. Gut ist, dass sie sich jetzt zusammengetan haben. Die waren eben in 3 Fünfergruppen. Ja. Ja, die typischen Fünfergruppen. Ist eigentlich ganz gut. Die Aufteilung, dass man 5 Gruppen hat. Weil die in sich eigentlich ziemlich geschlossen sein können. Mit allem, was man braucht. So, und jetzt darf die Kaff sich schon mal über der Map verteilen. Ja, und man sieht jetzt hier auf überliegenden 3 Su sich bereit machen mit der Kaff. Die gehen nach vorne und also vors Haupttor gehen jetzt so, dass sie Richtung Supply chargen können. Das sieht sehr gut aus. 1, 2 von allen Richtungen, 4 Richtungen. Zuerst, jetzt kommen die Piken. Schiebepiken gehen. Nächste Kaff charged. Jetzt kommt die Kaff von hinten und von vorne. Das ist ausgeführt in Perfektion gefühlt. Aber ich weiß es nicht, es sieht nicht so gut aus. Nee, der südliche Charge kommt auch zu spät. Mussten die Piken abwarten. Ja, das hat nicht so funktioniert. Jetzt nochmal Kaff. Aber der Punkt wird eingenommen. Gut, jetzt müssen wir abwarten, wie die Units sind. Wie viel Damage haben die schon? Ob der zweite Kaff-Chart alles cleant? Schon. Ja. Jetzt kommt jetzt der zweite Kaff-Charge, aber ich denke, der geht komplett in die Modau rein. Wir haben da einige Modau stehen. Jetzt nochmal von hinten. Selber mit Kaff? Die Kaff zerlegt die Lancers. Das war ein sehr schöner Kaff-Charge. Wo war der denn? Von Anzumain. So, jetzt wipen sie langsam die Helden. Ja, aber es ist 9 gegen 9 aktuell. Das heißt, noch ist nichts verloren. Ich höre einen Pikenwalk. Ja, die Modau sind fast tot. So, und guck dir die Zeit an. 2:44. Jetzt nochmal alle Units holen, frische Units, alles auf den Punkt stellen. Den Supply nochmal interrupten. Ja, das stimmt. Das ist. Und dann 2:34. Das geht. Jetzt vielleicht sogar am Gate vielleicht sogar schon einen Empfang nehmen. Ja. Was die auch machen mit Chevaliers? Ja, die killen jetzt die Heroes. Denke ich. Einmal Falkos im Gate, sehe ich. Genau, Falkos schießen jetzt einmal den Gang entlang. Die Mutter aber jetzt kommt noch wegstecken. Vielleicht Kaff gleich wieder. Die Frage, ob sie jetzt. Ich würde mit der Kaff noch nicht kollapsen. Ich würde mich wieder zurückziehen und sammeln. Die Frage ist, ob sie das können. Der Punkt ist fast durch. Das heißt, die. Sie müssen eigentlich verhindern, dass die Gegner überhaupt Richtung Punkt kommen. Es sind nur noch 7 Traps da, das heißt. Damit. Ja, okay, 7 Traps reichen eigentlich für alles. Jetzt müssen und sie jetzt kommt der Push. Jetzt müssen sie von vorne und von hinten. Sie unterbrechen den Supply. Also den Nachschub. Jetzt in der Mitte nur ein paar Leute mit einmal Schiebepiken. Und ansonsten nur Getreue. Wenn da jetzt ein guter Charge kommt mit Kev, können sie die alle killen. Ja, genau. Die Pondguard kommt nicht mehr durchs Tor rein. Muss jetzt mit den Leuten, die drin sind, was machen. Aber es ist so schwer zu erkennen, wer jetzt vorne ist. Aber ich glaube, dass
Zu ziemlich, ziemlich großen Vorteil hat. Mal schauen, es stehen Getreue von Pondgard auf dem Punkt. Aber eine Minute noch. Eine Minute noch. Elfhelden von Zu am Leben. Javelins, hier hast du mal Helden vielleicht snipen. Der Held muss überleben. Da muss irgendwas Handfestes auf dem Punkt. Ja. Da jetzt nicht mehr Units kommen, dann ist das schwierig. Noch mehr Helden, die durchspringen. Eine Kartätsche aufgebaut von Pondgard. Oh, da kommt noch ein Langschwert, kommst durch. Kraftcharge nochmal mit ein paar verbleibenden Kraft. Nochmal von der Seite Glyglosan in den Punkt rein. Es ist nicht mehr lang, es sind nur noch 14 Sekunden und zwei Shortsots. Ein drittes kommt dazu. Holy shit. Das ist holy shit. Alle haben gerade Herzkasper. Ja, 4 Sekunden, das. Oh! Nein, sie haben's! Oh Wahnsinn. Mein Gott! Das. Wahnsinn, das war. Bei 2 Sekunden, glaube ich. Bitter. Das ist sehr bitter für Zu. Und ziemlich glücklich für Pondgard. Aber gut. Ich meine, sie haben es geschafft. Und jetzt gehen sie auf den Final Cap und cappen einfach durch. Ja. Eieieiei. Also ich glaube, knapper geht's eigentlich nicht. Ja, schade. Ein Held mehr und sie hätten es gewonnen. Also. Ja, und damit ist meine Prediction gefällt. Ich dachte, die Defer halten das auf jeden Fall. Aber es hängt an einer Sekunde. Wahnsinn. Ja. Das war wieder ein schönes Match. Und Pian hier von NA3, Teamleader und MVP. Sehr viele Supportpunkte. Okay. Und der Kampfanalyse sieht man auch, dass das mit den Units sehr, sehr ausgeglichen war, muss man sagen. Also was die Tode angeht. Ja. Die Kurven verlaufen sehr, 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 sehr vergleichbar. Das stimmt, ja. Ich denke bloß, dass die Heldentode halt am Schluss so gegen Zu waren. Na. Ja. Hm. Aber ich meine, es war knapp. Es war sehr knapp. Wir hätten das locker gewinnen können.